Wie siehst du die Zukunft im Allgemeinen der Beschneiungsbranche? Ja, ich sehe die Zukunft der Beschneiungsbranche eben sehr, sehr kritisch. Das ist der Grund. Zum einen ist eine enorme Marktsättigung da. Speziell in unseren Gegenden, wo wir mit 70-80% beschneiter Pistenfläche keine Kunden mehr bekommen können, wo die Kunden, die eigentlich noch eine Beschneiung brauchen, die kleineren bis mittleren Skigebiete sich mit der Finanzierung im Moment enorm schwer tun. Das heißt also, in einem Regionalmarkt, wie Österreich zu sehen ist, ist eigentlich nicht mehr so viel zu holen. Und die Projekte, die es gibt, jetzt nicht gerade in Österreich, sondern in Deutschland, wo ein Nachholbedarf ist, noch in der Schweiz, die sind enorm umkämpft, weil eben die Mengen zurückgehen, aber die Produktionen nicht so zurückgehen wie die zu verkaufenden Mengen. Und eine relativ kleine Firma in diesem Bereich kann mit der Beschneiung alleine nicht überleben. Und deswegen muss sie sich an eine große Gruppe anschließen, die nicht nur in einem Land arbeitet, sondern die weltweit arbeitet. Und für diese kleine Firma, ob sie jetzt mir gehört oder ob sie Filiale der Gruppe ist, ist es ein Riesenvorteil, wenn das Produktportfolio wächst und nicht nur aus einem oder zwei Produkten besteht. Und ich habe eigentlich erkennen müssen, dass der zurückgehende Markt in der Beschneiung nicht für die Interfab kompensiert werden kann durch den Gott sei Dank stark steigenden Markt bei der Lawinensprengung. Ist zwar sehr gut, aber die Lawinensprengung hat nicht das Volumen, wie es die Beschneiung hat oder hat. Du hast ja viele Kunden im Beschneiungsbereich, natürlich mit der Lanzenbeschneiung. Wie schwer werden Sie die jetzt tun, wenn Sie jetzt plötzlich dann Snowstar-Sticks bekommen? Also, zum einen ist es eben genau das Problem, dass meine besten und größten Kunden voll ausgerüstet sind in ihren Skigebieten. Wenn man nur sagt, Ischgl 900 Lanzen, bis 700 Lanzen, alle Denk-Skigebiete zusammen 900 Lanzen, die haben mir gesagt, es gibt nicht mehr viel, außer 2 bis 3 Stück pro Jahr oder 10 Stück oder 20, ist ja nicht so tragisch. Ne? Zum einen ist ein geordneter Übergang vereinbart worden, der Mainesch-Aktivitäten von Interfab auf eine neue Struktur, die Mainesch kreieren wird in Österreich, wahrscheinlich Mainesch Austria. Wir werden dieses Jahr alle bestehenden Projekte und sogar noch zu akquirierenden Projekte abwickeln, wenn wir Aufträge bekommen. Das ist abgesprochen mit Mainesch, das ist abgesprochen mit der ganzen Gruppe, also auch Technoalpin. Und in Zukunft wird also der bestehende Kundenkreis von Mainesch direkt betreut werden und wir werden uns kümmern, um natürlich Produkte aus der M&D-Gruppe, wie wir die in Österreich, Deutschland, Schweiz vertreiben können. Klar. Das heißt, ihr macht jetzt das komplette Produktportfolio oder nur einen Teil davon? Ja, komplettes Produktportfolio, natürlich Priorität Lawinensicherung. In der TAS ist die Produktpalette gestiegen, um die nicht nur Gasex, sondern die anderen Produkte. Dann ist dazugekommen Steinschlagnetze, Lawinenverbauungen, Schneeschutzzäune, einiges größer, dann aber LSD, Ex-Leupolder, Seilbahnen. Dann natürlich die Pistensicherheit MBS, die haben wir ja auch schon bis jetzt betrieben, und Snowstart und Beschneiung. Mit welchen Produkten auch immer, die noch dazukommen werden. Also die Produktpalette, die im Moment bei Snowstar besteht, wird mit Sicherheit um einiges erweitert werden. Das heißt, der Roderich Urschler wird der Seilbahnbranche in jedem Fall erhalten bleiben? Ja, vertraglich abgesichert schon durch den Käufer, weil der natürlich nicht akzeptiert hat, dass ich verkaufe und weg bin. Auf jeden Fall. Eine Frage noch zu den Arbeitsplätzen. Bleiben die im Wesentlichen erhalten jetzt oder ist da eine komplette Umstrukturierung geplant in Österreich und in der Schweiz, was die Interfab-Mitarbeiter betrifft? Also die Arbeitsplätze in der Interfab Österreich bleiben nicht nur erhalten, sondern es werden mehr, weil wir im Vertrieb mehr brauchen für diese ganze Produktgruppen und man kann auch nicht die bestehenden Vertriebsleute auf einmal überfordern und sagen, sie müssen jetzt alles, die ganze Produktreihe verkaufen. In der Schweiz wird es auch eine Fusion erfolgen zwischen MED Schweiz und Interfab Schweiz. Und der Personalstand wird auch aufgestockt, weil im Moment war ein Mann in der Interfab Schweiz und ein Mann in der MND Schweiz für den Vertrieb.
ein Mann Interfarb Schweiz im Service und das wird sicher auf 4 bis 5 Leute aufgestockt werden. Dann wünscht man viel Glück, oder? Okay, eine letzte Frage. Die MND Group ist rasant wachsend, witzigerweise einer der wenigen Firmen in der Branche, die wirklich groß wachsen, hauptsächlich durch Zukäufe, aber auch durch neue Innovationen und gesteigerte Produktpaletten. Wie kommt das zustande, dass da noch ein Wachstum möglich ist? Im Grunde genommen ist es ja eine gewisse Verlagerung von schon bestehenden Aktivitäten in eine Gruppe hinein. Weil der Xavier Galot-Lavallée hat eigentlich dieselbe Vorstellung wie andere Anbieter, dass in zukünftigen Märkten ein Gesamtangebot wichtig ist, im Gegensatz zu den traditionellen Märkten, wo es der Kunde nicht so gern annimmt. Und die MND-Gruppe engagiert sich sehr stark auf neuen Märkten und sie erfindet ja nicht selber neue Produkte in demselben Ausmaß, wie sie eigentlich bestehende Firmen, Produkte und Mitbewerber akquiriert und in die Gruppe integriert, wie zum Beispiel LSD kommt von der Firma Leupolder, Snowstar ist eine frühere Firma gewesen, die neue MBS mit Secomat zusammen sind zwei Konkurrenten zu einer Firma geworden. Es ist eigentlich nur eine Konzentration vom Gesamtangebot für den Wintertourismus in einer Gruppe. Okay, herzlichen Dank.